Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Runde World of Warcraft. Diesmal mit meiner Druidin. So, wir haben ja letztes Mal hier aufgehört, wie ihr seht. Ich war auch gerade schon am Sonnenbaum tanzen, damit die hier halt. Oh, ich bin immer noch PvP markiert. Damit die hier halt eure Bonussachen kriegt. Hallo. Ne? Das heißt, hier kommt sie 10%, hier hat auch nochmal 10%. Wenn man das stackt, dann sollte das jetzt ein bisschen schneller gehen. Das ist auch nochmal ein Tipp für alle, die jetzt schnell noch ein Charmeleveln wollen. Macht das Getanzen Stufe 74. Oh, ich hab. Oh, kaputte Halskette. Ja, die kaputte Halskette ist Juve. Oh, ist das da. Oh, hier ist Kunst. Oh, hier stehen wir aber echt gut, ne? Kommt hier einer nach dem nächsten runter. Wir müssen da drauf. Aber wenn das so weitergeht, kommen wir da niemals drauf. Aber ich glaube, wir hätten unsere Verkleidung anziehen müssen. Ja, wir hätten uns verkleiden müssen. Ach, Tana. Ja, so ist das manchmal, ne? Wenn es blond ist. Mach jetzt. Machen wir den schnell noch weg. Machen wir uns einen Heilungsbuff drauf. Weil die spawnen ja immer wieder nach, die Viecher. So. Und hoch da. Ich wollte gerade sagen, geht's nicht? Doch. Guten Tag. Oberanführer Drakuro. Ja, moin. Hallo. Möchte, dass ihr mit Grindbruch sprecht und den Rundflug über Sotracht macht. Mann. Okay, und wo ist der Typ? Sehen die uns? Nee, die sehen uns nicht. Da. Muss ich jetzt mit einem von... Ist hier einer zum Reden? Grindbruch, da ist er doch. Hallo. Geben oder nehmen. Einen Rundflug, bitte. Achso, damit... Jetzt hat er mich als Eule hier unten dran. Tarnt euch für eine begrenzte Zeit als Geißelschärge. Ja. Ja, da hängt sie, ne? Mehr oder weniger. Da ist die Agenturwacht. Gibt ja hier auch, da ist glaube ich auch ein Feuer zum Tanzen. Das Amphitheater. Genau, das ist wieder Ring des Blutes in PC. Jetzt fliegt sie hoch. Okay. Zimruk. Ich bin mal gespannt, ob wir den einen oder anderen Ra vielleicht noch erwischen. Ich bin da immer noch nicht so weit. Sehr viele Ras waren irgendwie damals schon schwer zu bekommen. Der zeitverlorene Drache, den habe ich immer noch nicht, ne? Der fehlt mir immer noch. Andere haben den schon zwei, dreimal gesehen, ich nicht einmal. Den blauen habe ich schon öfters gesehen. Den blauen Drachen. Ja? Aber ich glaube, das sind dann so Sachen, da musst du dich wirklich mit der Gruppe oder musst du halt wirklich campen. Ne? Und das so lange und so viel, wie es geht. Na, ich denke, wir werden das auch später nochmal in Angriff nehmen. So, was wir gerade bekommen haben, war die kaputte Halskette. Das sind die Questgegenstände für die Juwelierskunst gewesen. Ich glaube, die sind auch, ja, nicht mehr so viel. Die waren damals echt sehr viel wert. Na? Ich war immer dankbar mit meinem Schamanen, wenn... Oh, Krater? Das sieht geil aus, ne? Wenn jemand so eine Kette gefunden hat und die auf die Bank legte für mich. Altar von Quetzlo. Mein Gott, was ist denn das hier? Reisen wir einmal durchs ganze Gebiet, ne? Jo. Zutrag. Hier ist, glaube ich,
Hakoa ist, glaube ich, die Katze, ne? Ja, da. Altar von Hakoa. So, dann haben wir jetzt hier noch Draxotra. Ja, dann haben wir das ganze Gebiet schon aufgedeckt, wa? Guck's dir an. So viel zu erledigen hier. Ich meine, wir müssen ja hier nochmal zum Lager der Kreuzfahrer. Und das hier ist ja die große Wache. Hier gibt's noch einiges zu tun. Hätte ich gewusst, dass wir erst so einen Rundflug machen, hätte ich später getanzt. Warte mal, wenn man hier so guckt. Hier ist ja der Tempel von der Schlange. Hier, warte mal, doch hier, ne? Hier auf der Straße müsste das sein, oder ist es hier? Auf jeden Fall auf einen der Straßen ist auch nochmal so ein Zelt zum Tanzen. Ne? Das müsste, glaube ich, auf der einen Seite Horde, auf der anderen Seite Allianz sein. Wobei, du kannst auch als Allianzler bei der Horde tanzen. Die NPCs greifen dich normal nicht an. So, jetzt sind wir wieder da. Bin ich auch verwandelt? Nee, ich muss mich schnell wieder verwandeln. So. Damit mich hier nichts angreift. Drakuru, da bin ich wieder. War eine schöne Rundreise. Ganz ruhig. Haltet euch. So, nun weißt du alles. Kann ich hier schon in meine Fluggestalt? Ja. Kann ich. So, dann wieder raus. Und die Quest wieder abgeben. Was haben wir da? Ah, der Spion. Genau. Normalerweise mache ich die Questreihe mit der Kette nicht so gerne. Weil du fliegst jetzt wieder dahin. Da musst du wieder, glaube ich, wieder zurück. Und. Das ist der Riese. Das war auch eine lustige Quest. Die war aber damals leider sehr oft verbuggt. Wo du halt auf dem Riesen drauf sitzt. Du befreist ihn. Und dann kämpfst du mit ihm. So, jetzt machen wir die Karte mal zu. Ich habe die Angewohnheit, immer die Karte aufzulassen. So. Neue Handgelenke. Uhu. Dankeschön, Dankeschön. Und alles tut, was er von euch verlangt. Okay. Wir sollen natürlich jetzt wieder nach Drakuru. Was ich aber gerne machen würde. Es ist ja. Okay, Time Dungeon Zeit ist es auch. Aber. Es gibt auch den Event-Boss. Und den melden wir jetzt mal als DD an. Na, wir können ja uns ja schon wieder Richtung des Platzes, wobei. Diese Drakuru-Quest-Reihe bin ich eigentlich kein Freund. Na komm. Zieht sich ja durchs komplette Gebiet. Entschuldigt, Pollen und so. So, jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Da. 9 Minuten. Ich nicht unbedingt in irgendeiner Questreihe stecke. Wenn der Dungeon, der Event-Dungeon aufgeht. Gelenkbänder. Ist sogar gebrockt. Guck es euch an. So, das heißt, wir werden jetzt wieder da hoch. Theoretisch können wir ja sofort hochfliegen. Fliegen hoch, verwandeln uns. So. Genau, wir müssen ja noch die Kessel vergiften. Die sind ja. Sind die unten? Ne, die waren hier oben, oder? Wie geht's denn so? Möchte, dass ihr das Zepter dazu auf solchen Spuke anwendet und sie dann 7 solche Kristalle sammelt. Auf die hier. Aber ich glaube, dass es unten ist. Ich glaube, dass es unten ist. Oder oben.
Geht's noch höher? Ja. Da müsste es runtergehen. Lass uns mal nach oben gehen. Geht noch gar nicht. Es geht gar nicht. Ich kann nur nach unten. Na gut. So, die Geister können uns wieder sehen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. So, Sammelkristall. Wo will der hin? Ach so. Okay, jetzt habe ich verstanden. Ich muss mir die hier. Die sammeln jeweils nur einen. Die sammeln jeweils nur einen. Genau. Du nimmst jetzt den Kristall und dann machst du dich nach oben. Und ich hol mir den nächsten. Und der holt gleich den nächsten. Ach, da steht ja einer. Ich suche die ganze Zeit den Button, aber der hat den ja da unten. Und der nächste ist weg. Muss halt ein bisschen aufpassen, ne? Wo ist das Gespenst? So, hier. Noch sehe ich keins. Aber die können ja auch so schnell aus dem Nichts auftauchen. Ne, da kommt er. Da. Da kommt er. Und da kommt die andere. Komm her. Außer Reichweite gerannt. Meh. Das wird ja dann nix. Komm her. Bevor der wieder zurückkommt. Hier. Zum Lein. Wieso habe ich nur einen? Bin ich zu schnell? Oh, nee, oder? Ich habe vergessen zu warten, bis der drin ist. Nein. Otana. So dumm. Wobei. Oh. Okay. Dann nochmal. Habe ich die Musik aus? Kommt mir so an, ne? Hört sich so. Hört ist leise. Weil ich glaube, hier gibt es auch gar nicht so großartige Musik. Los rein mit dir. Aufpassen. Schnell verstecken. Ach so, ja. Shit. Die löst sich ja irgendwann auf, die Verkleidung. Jetzt ist natürlich mein Helfer weg. Nein, ich habe mich bewegt. Ah, das ist wieder so eine Quest, die... Ja, seht ihr, wisst ihr jetzt, warum ich das nicht mag? Alter, Sally war. Komm hier. Tata. Ja. So, dann warten wir eben, bis er oben ist.
Wir könnten schon fertig sein, mit Tana aufgepasst. Wir könnten schon fertig sein. Aber ihr wisst ja, wie das ist, ne? So, und wie schaut's bei euch mit dem 8-2-Hype? Ne, die letzten Tage, bevor es losgeht. Na, ich bin schon echt gespannt. Wow. Da läuft er. Da läuft ein Geist, da läuft ein Geist. Kann ich mir den holen, ohne dass der Geist mich... Nein. Er ist wieder weggesprungen. Komm, bleib stehen. Komm, bleib stehen. Dankeschön. Hier. Hol dir das Steinchen. Hat hier noch einer gespielt? Spielt hier noch einer? Möglich. Möglich. So, der Geist kommt zurück. So, ein bisschen aufpassen. Komm, Jung. Ich nehme jetzt dich mit. Du bist der Letzte. Aber weißt du, wie lustig die reden? Du bringst den noch rein. Komm. Und dann stellen wir uns hier irgendwo an den Rand. Das werde ich gleich auffliegen. Fertig? Komm, beeil dich. Quest fertig. Wunderbar. Ja, geht nicht anders. So, da wollen wir mal. Das normale Dungeon Quest, oder? Ja. Das sind die normalen Dungeon Quests. Die. 120. Ja, das geht gleich schnell. Wenn die alle so groß sind, dann fällt der Boss meist auch sehr, sehr schnell. Hier müsste eigentlich eine Quest sein. Eigentlich. Obwohl, nee, ich habe ja die Starter-Dings nicht gemacht. Für mich hat er Level 73. Hui. So. Dann mach mal auf. Man sollte als Tank auch nicht zu nah dran gehen. Ja, vorhin im Tank erstmal gestorben. Den Boss braucht man eh nicht anratzen am Anfang. Zack. Ich denke mal, sobald die erste Welle kommt, dann ist der... Der auch. Na? Über den Boss im Target. Der Boss ist noch zu früh. Ja, aber erst wenn er das Herz freilegt, dann geht man normal aufs Herz. Ich habe auch keine Chance hier durchzukasten. Ich habe gar keine Chance, hier durchzukasten. Also dotten kann ich, aber nicht casten. Die sind vorher tot.
Deck. So, jetzt aber. Auftauchen. 10 Sekunden. Könnte klappen, könnte klappen. 5. Aber ist fertig? Nein. Und der Dings ist tot. Ich weiß nicht, wo wir den auffinden. Haben wir denn irgendwas, was HT machen können? Ja. Oh, jetzt müssen wir den jetzt. So. Er taucht leer ab. Oh, das ist verwundbar. Splitter, jawohl, da ist die Quest. Bekommen habe ich ja Blüten, aber sonst gibt es auch noch Blüten. Na, welchen wollen wir denn? Himmelswappenrock, Flammen. Ach, ich nehme den Flammen. Ihr müsst eine Belohnung wählen. Ja, hab ich doch. Mann. Mann, 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 Mann. So. Wir haben die Quest fertig. Da müssen wir uns nochmal eben verwandeln. Wir müssen hier nach oben. Inhalt der Seuchenkessel. Ach, da sind die Seuchenkessel. Ich glaube auf jeden Fall, dass es die sind. Ja, geil! Oh, jetzt hat er mich gesehen. Au, 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 jetzt krieg ich aus dem Maul hier. Und noch mehr! Ja, okay, ich lauf, ich gehe. Alter, was ist denn hier los? Ich lauf grad, ja, ich glaube, ich geh sterben. Ich geh sterben. Dumm gelaufen, der Geist hat mich gesehen. Gott, wie weit bin ich denn weg? Ah, ich hasse die Quest. Ey, mal nicht aufgepasst. Du bist ja da ziemlich beschissen zwischen den ganzen Mobs. Und wenn du da dann, besonders an der Stelle, wo wir jetzt sind, kann ich wahrscheinlich gar nicht aufstehen. Ausprobieren.
Boah. Ich bin ja eher, ich mochte ja eher hier so hier die ganzen Quests. Hier ist halt ein bisschen, bäh. Ein bisschen bäh. Inhalt der solchen Kessel, verdammt. Ja, ich bin dabei. Wird jetzt auch ein bisschen längere Folge, glaube ich. Ja, jetzt sind natürlich mein Tanz, es ist alles weg. Alles weg. Jetzt müsste ich eigentlich erstmal neu tanzen gehen. Naja, erstmal muss ich an meinen Körper kommen. So, hier sind nämlich überall Möppes. Ja, hier kann ich nie aufstehen. Wo liege ich denn? Da liege ich. Alter Schwede, da hat es aber aufs Maul gekriegt, wa? Das war eine Menge. So, einmal gucken. So, wir haben den da verdünnt, wir haben den hier verdünnt. Hier ist überall Erz und Kraut. Ich glaube, das kann ich das überhaupt. Der hat der mich schon wieder gefunden. Es ist doch nie wahr. Wo kam der denn jetzt her? Das zeigt noch ein zweiter, guck mal. Hier. Wie die hier durch die Gegend rennen. Die tauchen, glaube ich, in dem Moment, wo du das Zeug wirfst, tauchen die auf. Geil, oder? So. Wir haben den Kessel, wir haben den Kessel. Naja, das heißt, sobald wir geworfen haben, müssen wir gucken, dass wir wegkommen. Löst nämlich sofort Alarm irgendwie aus. So wie es aussieht. Ja, da. Siehst ihr das? Wird sofort Alarm ausgelöst, wenn man da dran geht. Alles klar. Oh, da ist sowieso einer. Jetzt müssen wir gleich aufpassen, weil hier rennen ja auch die anderen rum. Details. Wir werden am besten erstmal direkt 3 Meter weiterlaufen. Und uns direkt verdrücken. Werfen und weg. Das neue Motto des Tages. Werfen und weg. Siehst du? Da müssen wir aufpassen, da kommt er. Ne, der läuft weg. So. Werfen und weg. Gleich laufen. Lauf, 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 lauf. Guck's dir an, die ganzen aufgescheuchten Geister hier. Da seht ihr das? Ah. So. Alter Falter. So, Draco, ich habe deine Kessel gemacht, habe deine Aufgabe abgeschlossen. Was habt ihr im Kopf? Bitteschön. Seid vorsichtig. So. Jetzt müssen wir wieder zurück zum Lager. Und ich denke mal, das wird dann auch das Ende dieser Folge sein. Wir haben ja heute einiges geschafft. Wir müssen nur dran denken, dass wir nächstes Mal dann wieder tanzen gehen. So, wir haben da immer noch, aber ich will ja dahin. Na, erstmal eine Ecke fertig machen. Ich glaube, da hat jemand gerade Allianzfeuer gelöscht. Naja, geht schon. Wird schon, wird schon. Ne, ich meine, hier ist Tanzen. Hier. So. Fläschchen ist auch schon wieder aufgebraucht. Können wir ja immer noch nicht stapeln, oder? Ne.
Das ist so ein... So ein Rotz. Gleich mal reinwerfen. So, Dankeschön. Nach und all das erledigt, was Drakuro euch aufgibt, während ihr dort seid, solltet ihr 5 geerntet. Really? Dein Ernst? Wir sollen schon wieder da hoch. Es gibt noch viel zu tun. Also war du, ne? Du bist anstrengend. Na gut. Das werden wir aber in der nächsten Folge machen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Ich werde jetzt meinen Charakter noch zur Wacht drüber fliegen. Habe ich einen Flugpunkt? Ja, Lichtbresche. Nee, nicht Lichtbresche. Da ist Lichtbresche, aber da müssen wir hin. Ist kürzer. Ich werde meinen Charakter aber dahin parken, weil da ist erst ein Gasthaus und zweitens der Tanzbaum. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Bye, bye.